Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück bei YouTubers Live, dem wunderbaren Spiel, das fast meiner wahren YouTube-Karriere entspricht. Ich erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. Ja, eine fette Zimmerumgestaltung steht jetzt hier uns ins Haus und irgendwie bin ich nicht ganz in der Kamera drin. Ganz kurz mal, so, warte mal, so, ah, wesentlich besser, sehr schön. Einkaufen. Klicke auf deinen PC, um einzukaufen. Und einen Dekorationsladen sollen wir jetzt besuchen. So richtig sicker Shit hier. So, und das Spiel ist gerade etwas laut, deswegen mache ich es mal ganz kurz bei mir leiser. So. IDEA. Der coole Dekorationsladen. Und ich finde, IDEA ist der beste Laden, um Dekorationen zu kaufen. Aber vergiss nicht, auf Bestätigen in dem Einkaufswagen zu klicken. Manche Karten sind in Objekten versteckt, die man erst noch finden muss. Welche Karten auch immer gemeint sind, ich weiß es nicht. Ja, was braucht denn unbedingt so ein angehender YouTube-Star? Was braucht er? Er braucht auf jeden Fall einen Big Kill-Poster. Einen Wäschekorb. Ein Wäschekorb ist eigentlich ein oder ein Wecker, dass man sich die Uhr stellen kann, wenn die neuen Games erscheinen. Das heißt, wir brauchen einen Wecker. Ich habe aber auch irgendwie kaum Kohle. Ich habe gerade mal $53. Ja, und einen Papierkorb nehme ich noch mit dazu. Das reicht mir jetzt aber auch. Kaufen wir mal. Aber okay, wir sollen jetzt damit quasi erstmal lernen, wie man hier überhaupt so das Zimmer dann einrichtet. Und warum ich jetzt gerade rausgehe, verstehe ich selbst nicht. Auf jeden Fall, ich verlasse jetzt gerade so ein bisschen das Haus hier. Und ich check gerade mal so ein bisschen ab, aber dürfte ja eigentlich ganz gut sein. Oh, die Note deines Tests 4+ gescheitert. Hä? Mit einer 4 hat man doch bestanden, oder? Ja, nee, also die Webcam sieht so ganz gut aus, kann man so lassen. Okay, wir haben irgendwie ziemlich versagt. Oh, jetzt kommt Mama ins Zimmer. Oh, jetzt gibt's Sänge. Was macht sie da? Nein! Mama! Lass den Bildschirm da stehen! Du musst fleißiger lernen. Eine 4+ ist eine sehr schlechte Note. Ich nehme deinen Computer für 2 Tage weg und du versuchst, mehr Verantwortung zu zeigen. Was? Nö! Mom! Meine Abos! Das kann nicht sein, Mutter! Ich hasse dich! Ich hasse dich so unglaublich! Wer bist du? Stylisches Kind mit roter Mütze. Hi, ich bin dein Nachbar. Darf ich mir von dir ein paar Spiele ausleihen? Nein. Oh, mein Nachbar ist jetzt sauer auf mich. Wie geht's dir, Yoga? Wir haben heute Nacht eine Party. Ich bin sicher, du brauchst ein bisschen Spaß, stimmt's? Komm schon, es wird großartig. Party! Möchtest du mitkommen? Nein, danke, Alter. Ich muss wegen meiner Mom erstmal neue Videos raushauen, denn meine Abos gingen gerade echt in den Keller. So, Mülleimer mal hingestellt. So, ich würde sagen, ran an den Speck. Oh ne, erstmal brauchen wir ein bisschen Schlaf und wir brauchen was zu phrasen, denn ansonsten haben wir zu wenig Punkte, um ein richtig cooles Video zu produzieren. So, erstmal fett gepennort. Und dann gehen wir was essen. Und danach werden endlich neue, sicke Videos produziert mit richtig hottem Content. Erstmal was futtern. Nom, 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 nom. So, jetzt haben wir nämlich 16 Punkte. Und jetzt können wir direkt mal ein neues Gaming-Video reinhauen. Und zwar machen wir wieder Counter-Strike. Counter-Strike ist eigentlich ganz gut. Oder League of Giants. Wir machen League of Giants, machen wir. Und wir machen diesmal ein Gameplay-Video. Wie wir das nennen, weiß ich noch nicht. Das bleibt ein Geheimnis. Ich bin dein Vater. Ups, Entschuldigung, falsches Apartment. Ich sehe, du hast ein eigenes Zimmer. Würdest du mir Wecker überlassen, damit ich es meinem Sohn geben kann? Alter, ich habe kein Interesse daran, was du deinem Sohn gibst oder wie du es deinem Sohn gibst. Deswegen, nein, verpiss dich weg. So, ganz kurz mal. Erstmal die Konfiguration, da haben wir ja nichts dran geändert, also können wir ja auch nichts machen. Fortsetzen. So, und wir nennen das jetzt. Haha, wartet mal. Ich muss wieder so ein bisschen um mein Mikrofon rumgreifen. So. Und zwar machen wir jetzt den League of Giants OP Guide Fast
verboten gut. Ne, fast verboten gut, der OP-Guide. So, zack, mal reinhauen. So, jetzt geht's los. Erstmal die sicke Aufnahme starten. Jetzt geht's hier gleich so richtig ab. Wir machen erstmal Ladespiel, dann machen wir eine winkende Begrüßung, weil wir das Spiel laden. Dann haben wir, du hast 20 Kills gemacht, da gibt's erstmal einen singenden Kommentar. Mittlerweile, ich habe mir echt ein paar Gedanken gemacht, wie man das hier richtig gut machen kann. Oh, Level aufgestiegen, gibt's eine fröhliche Äußerung. Dann habe ich nochmal normales Spiel. Gibt's einen ernsten Kommentar. Ja, jetzt geht's hier richtig ab. Und damit haben wir auch eigentlich alles gemacht, was wir in dieser Runde machen können. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen, ne, jetzt müssen wir das noch so ein bisschen kombinieren, dass es jetzt hier auch sinnig ist. So, die Schnipsel richtig aneinander packen. Habt ihr mir ja auch so geschrieben, dass ich das mal beachten muss. Oh, das passt gar nicht so richtig zusammen, sehe ich gerade. Irgendwie ganz komisch. Na gut, wir hauen mal die ganzen Boni alle rein. So, dann klicken wir auf Rendern. So, erstmal, oh, Inhalt haben wir richtig gut reingehauen und auch in der Qualität und in der Nachbearbeitung richtig gut reingehauen. Machen ein Level-Up in Sachen Schauspielern, Sound und Videoverarbeitungen, eigentlich in allem machen wir ein Level-Up, deswegen laden wir das Ding auch direkt hoch. Und, gehen in der Zeit erstmal studieren. Mitten in der Nacht gehen wir jetzt studieren, so machen das nämlich echt die Profis. Währenddessen kann unser League of Giants OP-Guide nämlich erstmal hochladen. Hallo, magst du deinen derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin mir sicher, dass du das nicht tust. Mobile Phone bietet dir eine schnellere Internetleitung. Du musst nur 20 Euro dafür bezahlen, 20 Dollar. Aber sofort schnelleres Internet, ich bin dabei. So. Gilt das auch schon ab jetzt, denn mein Video lädt gerade so richtig lahm hoch, aber ich bin der Meinung, der OP-Guide, der wird es gleich richtig mega rausholen. Na gut, der ist gerade echt nicht so gut, deswegen gehen wir eine Runde arbeiten, der war ja noch. Und zwar 6 Stunden Zeitungen austragen für 30 Dollar, denn ich muss mir wieder neue Games kaufen können. Wer weiß, wie lange hier mit League of Giants und so noch Klicks gemacht werden können. So, okay. Das Video ist dann gleich oben. Gleich kann ich endlich sehen, was wir hier so für Aufrufe und so bekommen. Oh ja, das geht schon mal ganz gut ab hier. Oh ja, das Geld steigt auch diesmal echt schön. So, wir sollten mal erstmal noch was bestellen gehen, einkaufen. Ja, ich bin fast mega todmüde. Aber das macht nichts, denn wir bestellen uns jetzt noch ein neues Spiel. Und zwar bestellen wir uns Profane Helicopter, oder? Canadian Beach, Planet Wars. Ach komm, wir bestellen mal dieses Planet Wars. Das sieht ganz gut aus. Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen und ich kann eines meiner Videos nicht bearbeiten. Ich habe aber gehört, dass du darin ziemlich gut bist. Könntest du das für mich hochladen? Ich werde dir das Spiel zuschicken. Ja, klar. So, gibt eine Menge Kohle. Gibt mir 120 Dollar fürs Hochladen. Ey, Alter, ich starte jetzt hier einen Hochladeservice. Hau mich aber erstmal ins Bett und freue mich, dass mein League of Giants OP-Guide gerade so super gut ankommt. Schon 7 Dollar damit verdient und schon knapp 6.000 Aufrufe gemacht. Und eine Menge Abonnenten auch damit gewonnen. So, mein neues Spiel ist da. Ich bin dein Vater. Achso, ja, der Vater will es wieder dem Sohn geben und will dafür den Papierkorb haben. Aber nein, der kriegt nicht unseren Papierkorb. Kriegt er nicht. Oh, verdammt, ich bin nicht zur Convention gekommen. Aber ich wollte dich trotzdem etwas fragen. Willst du mein neuer Mitbewohner werden? Die Wohnung hat ein viel größeres Zimmer, das viel besser zu deinen Aufgaben passt. Ja, klar. Du musst 2 Monate vorauszahlen, um die Wohnung mieten zu können. Das sind 160 Dollar. Packe deine Sachen, sobald du das Geld hast, und wir ziehen zusammen. Alter, das ist so gut, dann bin ich endlich von der blöden Mutter weg. So, sehr schön. So, ein bisschen Kohle bekommen. Ganz, ganz kurz mal.
Ah ja, ich habe ein paar Aufgaben erfüllt und jetzt chatten wir gerade noch mit Letizia. Ah ja, sie will die Beziehung nicht persönlich ausbauen, sie mag uns aber. Okay, ich war mal wieder nicht in der Schule. Deswegen würde ich sagen, phrasen mal was. Und um danach noch schnell ein Video zu produzieren, danach können wir wieder in die Schule gehen, wenn dessen das Video dann nämlich hochlädt. So, yam. Jetzt futtern wir uns hier erstmal ein bisschen durch. So. Schnell an den Rechner, neues Gaming-Video aufnehmen. Und zwar nehmen wir Profane Helicopter, Planet Wars Cutter 2. Wir nehmen Planet Wars Cutter 2, nehmen wir. Und machen dazu ein Gameplay-Video, obwohl ich eigentlich Preview-Videos machen sollte. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich alt, deswegen machen wir lieber ein Gameplay-Video. Und wir nennen das, und zwar nennen wir das die wirklich beste Runde mit dem Schwert. Das sind echt immer die besten Folgentitel von Skywars. So, die wirklich beste Runde mit dem Schwert. So, schnell ran hier und... Okay, Ladebildschirm machen wir erstmal einen mörderischen Blick. So, dann machen wir Zusammenfassung des Spiels, einen sinnlosen Kommentar. Ach, verdammt, hätte ich das Musikvideo nehmen können, aber das hätte uns vielleicht einen Strike eingebracht. Ein Achievement, eine fröhliche Äußerung. Und der Ladebildschirm mit Hinweis, einen singenden Kommentar. Perfekt, würde ich sagen. Alles klar, ab in die Nachbearbeitung. So, wir starten damit. Gehen da rein. So. So passt alles zusammen. Dann können wir auf jeden Fall Titel wählen und Farbe zuordnen noch mit reinhauen. So, das gibt uns auf jeden Fall noch einen neuen Nachbearbeitung, noch ein paar Skills bekommen. Natürlich hier noch da ein paar Level-Ups gemacht. So. Jetzt laden wir erstmal hoch das Ganze. Und gehen derweil nämlich schnell mal studieren. Oh nein, der Rechner, der fuckt schon wieder ab. Bevor der in die Luft fliegt, gehen wir schnell weg. Soll er doch in die Luft fliegen. Mir doch egal. Boah, wie lange braucht das Ding denn zum Rendern, ey? Junge, hast du einen schlechten PC? Yeah! Wahrscheinlich, weil der scheiß Rechner schon so am Abkacken ist. So, jetzt schnell Upload. Den Upload verpennen wir jetzt ein bisschen. So. Ja, der Upload muss erstmal noch durch sein. Okay, wir haben echt schnell geschlafen. Das heißt, solange der Upload noch geht, können wir noch schnell eine Runde essen gehen. Oh, wir haben eine Verdienstmöglichkeit. Ich glaube, das ist das Spiel zum Hochladen. Oh, noch ein Gameplay zu Profane Helicopter von dem 15. Ah, das ist ja genau, das ist das, was uns ja der Kumpel da so mit auf den Weg gegeben hat. Okay, bis zum 15. Jetzt gehen wir hin. Reparieren, so, kurz mal repariert. Neues Gaming-Video zu Profane Helicopter machen. So. Wir machen ein Gameplay-Video natürlich wieder. Wir haben ja nur unser Standard-Setup. Und wir nennen es für Geld gespielt. So. Wir sind wirklich ehrlich. Wir sind hier wirklich super transparent. Und derweil kommt hier unser Computer-Reparier-Mann. Wir müssen aber jetzt ein bisschen beeilen. So. Wir machen eine coole Begrüßung, ja. Wir machen Zeit bevor das Spiel startet, eine fröhliche Äußerung. Die Basis wurde zerstört, während du den Gegner angegriffen hast. Unlustiger Kommentar. Und Hauptmenü machen wir nochmal professionellen Kommentar. So. Und weiter. Ich muss mich beeilen.
So, hä? So, das passt alles. Ah ja, mein Video zu Planet Wars Kutter 2 geht super ab. So, mal schnell schauen, was unser Placement hier noch reinholt. So, und hoch damit. Scheiße. Ich sehe schon, du hast das Video, worum ich dich gebeten habe, nicht gemacht. Hattest du nicht genug Zeit oder hast du mich einfach nur ignoriert? Wie auch immer, ich werde meinen Freunden von deiner Professionalität berichten. Scheiße. Waren wir echt zu langsam gewesen. Aber das Video ist trotzdem schon im Upload. Wir machen gerade noch ein bisschen Kohle mit dem anderen Video. Das wäre jetzt eine schöne Möglichkeit gewesen, echt Kohle zu verdienen. Deswegen, ja, müssen wir jetzt halt wieder arbeiten gehen, eine Runde Zeitungen austragen. Aber wir laden das für Geld Video ja trotzdem hoch, obwohl es jetzt gar kein Placement mehr ist. Verdammt. Und ich habe es auch noch als Placement markiert. Das gibt es ja nicht. Aber ich verdiene teilweise schon richtig Geld. Hier $13 schon mit hier Planet Wars Cutter 2 gemacht. Ergebnis anzeigen. Ah ja. Oh, immerhin schon ein bisschen Kohle gekriegt. So, ein paar neue Karten. Einen ernsten Kommentar habe ich als Karte bekommen. Dann urhebergeschütztes Video. Intro mit Logo. Ja, also auch nicht schlecht. Einfache Verabschiedung. Oh, das ist auch nicht schlecht. Coole Begrüßung. Okay. Ja, ich würde sagen, wir schlafen eine Runde. Dann gehen wir was essen. Dann machen wir noch ein Video. Immerhin Profane Helikopter für Geld. Achso, nee, das ging gerade nur so ab, weil ich dabei geschlafen habe. Aber ich bekomme Abos dazu, das Ding macht ein paar Aufrufe. Nicht schlecht, würde ich sagen. Also tatsächlich habe ich ja mit diesem Cutter 2 Video gerade echt gut reingehauen. Deswegen machen wir das direkt nochmal eins. Und zwar wieder zu hier Planet Wars Cutter 2, machen wir wieder ein Gameplay Video. In der bekannten Combo. Und diesmal nennen wir es... Ich habe eine richtig gute Idee. So, mein erstes Mal mit Katja. Mein erstes Mal mit Katja wird das Video heißen. Und zwar ist es ein nices Gameplay-Video, das richtig ernst genommen werden muss. Deswegen heißt es auch mein erstes Mal mit Katja. So, Sperrbildschirm, Ladespiel machen wir... wir machen mal urhebergeschütztes Musikvideo. So, ja, ich denke, wir werden hier danach eingeschätzt, wie passend unsere Reaktionen sind. Spieltutorial, machen wir einen professionellen Kommentar. Ist auch super. Erstes Spiel, lernen, wie man es spielt. Machen wir professionellen Kommentar wieder. Zeit, bevor das Spiel startet. Einen lustigen Kommentar. Okay, das ist auch super. Okay, diesmal haben wir wirklich alles richtig gemacht. Das heißt, das Video könnte tendenziell ein Erfolg werden. So, wir checken erstmal ab. Ja, mehr hier so ein bisschen. Verdammt, wir kriegen das nicht alles so richtig zusammengeschnitten. Na gut, Titel wählen und Farbe zuordnen und rendern. Oh, Mama steht schon wieder da, will uns schon wieder wahrscheinlich auf die Fresse geben. Wahrscheinlich wieder irgendwas wegen Schule. Oh, diesmal nicht direkt Level Up bei Schauspielern gemacht. So, hochladen. Hi, ich bin dein Nachbar, darf ich mir von dir ein paar Spiele ausleihen? Spiel, ja, komm, Spiel verleihen. Ja, Empire Planet 2 hat er genommen. Hat jedoch nicht die Absicht, es wieder zurückzugeben. Deswegen verleihe ich kein Zeug. Wenigstens lobt man dich im Internet, wodurch du einige Abonnenten gewinnen konntest. Na, immerhin. Ja, und Mama ist wieder sauer, aber das macht gerade nichts. Wie geht's, Lüger? Wir haben heute Nacht eine Party. Ich bin sicher, du brauchst ein bisschen Spaß. Stimmt's? Komm schon, es wird großartig. Party! Alles klar, mit auf die Party gehen. Wir gehen mit auf die Party. Das muss man sich auch mal zwischendurch geben. Und setzen dafür sogar unseren geilsten Look. Hier ziehen wir uns an. So schön lässig hier. Ein lässiges T-Shirt.
Eine weiße Hose. Brille lassen wir so, wir nehmen. Und ein paar rote Treter. Alles klar, zum Event gehen, so. Währenddessen können die Videos hochladen. Wir haben ja aktuell auch ein bisschen Kohle auf der Tasche. Es reicht noch nicht für die eigene Wohnung in der WG, aber naja. Oha, der Beat geht steil. Okay, jetzt bin ich hier. Ah, jetzt kann ich so ein bisschen mit den Leuten reden. Zum Beispiel mit ihr da hinten kann ich mal reden. Guten Abend, willst du einige exklusive Produkte bekommen? Beschaffe dir 5 Handynummern und erhalte einen Sheriff-Hut. Okay, dann gehen wir mal zu dem Mädel. Haben wir hier ein Mädel, was ein bisschen alleine tanzt? Nö, aber wir quatschen mal Mädel an. Das Mädel, was hier gerade mit dem Typen da schnackt. Das ist Addison. Oh, Addison ist nicht sonderlich happy über uns. Oh, das sieht nicht gut aus. Bla bla bla, bla bla bla. Dieser Moment, wenn Addison... Okay, Addison war ein Reinfall, deswegen gehen wir mal mit ihr tanzen. Sie hat nämlich genau das coole, selbe Stirnband wie ich, Olivia. Oh, Olivia findet uns super gut. Und wir legen hier auch die Murder Dance hin. Okay, wir reden doch mal mit ihr. Das haben wir getan. Jetzt reden wir erstmal. Sie mag uns immer noch. Oh, Olivia, komm hier. Ich hau jetzt hier die derben Gags raus oder so. Es gibt Gerüchte, dass die Z-Box 360 besser sein wird als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Okay, Olivia hat den Durchblick. Aber eine Handynummer habe ich jetzt nicht so wirklich bekommen. So, na gut, ich würde sagen, wir verschwinden mal lieber. Ich glaube, die Party sollte man mal in der richtigen Folge mal einzeln behandeln. Es wird jetzt schon ziemlich spät, jetzt hier noch so die Party reinzuknallen. Von diesem Moment an konnte ich zu Partys gehen, wann auch immer ich wollte und jeden meiner Freunde einladen. Machen konnte ich dies durch meinen Kalender im Handy. Oh oh, ah, ich hab eine Copyright-Verletzung. Manche Veranstaltungen hatten eine Kleiderordnung, also musste ich immer ein passendes Outfit finden. Ich konnte die Kleiderordnung jeder Veranstaltung sehen, indem ich im Kalender auf sie klickte. Und was habe ich gemacht, wenn ich kein passendes Outfit besaß? Ich bin einfach einkaufen gegangen. So. Wir lösen erstmal, wir haben nämlich unser erstes Mal mit Katja hat eine Warnung wegen dem Musikvideo und deswegen zahlen wir mal lieber die $20 Strafe. Es hat eine Warnung, das bedeutet, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Gut, wir zahlen $20 und bekommen dann trotzdem Einnahmen durch das Video. Gut, einkaufen. Gut, das können wir auch dann noch gleich machen. Ja, wir checken erstmal noch. Ja, das Video geht recht gut. Wir verdienen auch ein bisschen Geld. Wahrscheinlich nicht so viel, wie wir verloren haben. Aber naja, manchmal ist das so. Okay, ihr lieben Leute, ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir auch mal eine Runde einkaufen für neue Klamotten. Und dann muss ich unbedingt mal versuchen, ein bisschen Kohle ranzubekommen. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und du guckst jetzt hier mal gefälligst in die Kamera mit deiner peinlichen Mütze. BB, euer Hyuga.